Heute lade ich euch zu einem Besuch in Mihintala ein. 7 Kilometer von Anuradhapura entfernt befindet sich Mihintala, einer der bedeutendsten Pilgerorte der Insel. Hier auf dem Misaka-Berg wurde König Divanampiya Tissa 243 vor Christus von dem Mönch Mahinda zum Buddhismus bekehrt und ließ daraufhin auf dem Hügel eine Klosteranlage mit einer großen Dagoba errichten. Mahinda wurde im 3. Jahrhundert vor Christus als Sohn des indischen Kaisers Ashoka geboren. Im Alter von 20 Jahren wurde er Mönch und von seinem Vater zusammen mit 4 Begleitern nach Sri Lanka gesandt, um dort die Lehren Buddhas zu verkünden. Der König Devanampiya Tissa war auf der Jagd und verfolgte einen Hirsch, als Mahinda durch die Lüfte kommend plötzlich vor ihm stand. Der Herrscher begrüßte die Gäste und Mahinda trug geistesgegenwärtig eine Sutra, eine Lehrrede Buddhas, so überzeugend vor, dass der König sich unverzüglich zum Buddhismus bekehrte. Die Mönche wurden in die Residenz nach Anuradhapura eingeladen und legten dort den Grundstein zur Verbreitung der buddhistischen Lehre auf der Insel. Soweit die sagenhafte Überlieferung. Für heutige Besucher ist der Aufstieg über die 1840 granitenen Stufen bis zum 300 Meter hoch gelegenen Gipfel eine schweißtreibende Herausforderung. Eigentlich sind es 3 verschiedene Aufstiege, bis man endlich den Gipfel erreicht hat. Zunächst führt ein langer Treppenaufgang zur Klosteranlage. Dort lässt man die Schuhe zurück, um zur großen Dagoba auf einem der 3 Hügel zu steigen. Von dort hat man einen herrlichen Blick auf eine weiße, neuzeitliche Buddha-Statue auf einem 2. Hügel. Dann steht noch der Aufstieg zum Aussichtsfelsen bevor. Auf einem Plateau ragen 3 Felsen in den Himmel. In den Stein gehauene, vom Sonnenlicht erhitzte Stufen führen steil aufwärts. Ein Metallgeländer gibt ein wenig Sicherheit. Von dem Plateau aus windet sich eine Treppe über einen schmalen Grat um den Felsen herum bis zur Spitze. Ein atemberaubender Rundblick über die weite Landschaft und die Bewässerungsseen belohnt die Mühen. Wir haben bei unserem Besuch das Glück, Zeugen einer großen Prozession zur Dagoba zu werden. In jedem Jahr wird am 25. Januar von Verwandten, Freunden und Glaubensgenossen
des Todes eines berühmten Mönches gedacht, der hier gelebt hat. Zu seinem Andenken bewegt sich eine Prozession von weiß gekleideten Menschen zu Trommelschlägen und Flötentönen die Treppen bergan, um schließlich eine Schärpe um den Sockel der Pagode zu winden. Ich hoffe, dass mein Video euch ein wenig von der Magie des Ortes Mihintale vermittelt hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch weiterhin die Treue haltet.